Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, wir stehen hier wieder bei Rania, jetzt wollte ich gerade schon sagen Vanya, bei Rania und wie heißt der nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Übrigens ist das scheinbar wirklich ein Bug. Ich habe ja jetzt mit euch zwei Fohlen schon versorgt, beziehungsweise mit dem ersten drei, und ich konnte nur zweimal das Geld abholen. Das heißt, wir sind anscheinend 500 Schillinge verloren gegangen. Super, super ärgerlich. Super ärgerlich. Das ärgert mich wirklich sehr. Also ihr Lieben, wenn ihr einen Fohlen auch freundlich habt, gebt es lieber erst ab, die Quest. Ansonsten kann es sein, dass der Rest buggt. Das ist 500 Schillinge, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das ist schon relativ viel tatsächlich. So, machen wir weiter. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt echt erstmal die Quests hier Richtung Dandal vor. Oma Rose hat dich geschickt. Ich hasse es, dass sie sich dauernd Sorgen um mich macht, aber angesichts der Umstände bin ich froh, dass sie Hilfe gefunden hat. Besser als von Wölfen gefressen zu werden. Ja, das kann man wohl so sagen, ne? Ich bin bisher jede Woche problemlos von Dandal nach Firgrove geritten, aber diesmal konnte ich wegen der Quarantäne nicht die Straße nehmen. Mama wollte nicht, dass ich losziehe, aber sie macht sich zu viele Sorgen. Ich bin kein Kind mehr und kenne mich in Nebelfall besser als ein Jorvik Ranger aus, auch wenn ich dir nicht sagen kann, welche Farbe die Blätter haben. Stimmt's, Dellinger? Dellinger war's. Also haben wir eine Abkürzung über die Berge genommen. Ich wusste, wir stecken in Schwierigkeiten, als die Wölfe uns über den Pass gefolgt sind. Sei bitte nicht böse auf sie. Das Rudel ist normalerweise nicht so. Irgendetwas stimmt mit ihnen nicht. Sie riechen auch nicht wie sonst. Jedenfalls, als wir auf dem Weg nach unten waren, haben die Wölfe zugeschlagen. Einer von ihnen hat wohl den armen Dellinger am Bein erwischt. Ich habe meinen Stock gegen den Wolf geschwungen und versucht, ihn zu verscheuchen. Ich habe ihn an der Nase getroffen. Hoffentlich habe ich ihm nicht wehgetan. Dann habe ich wohl mein Gleichgewicht verloren, denn plötzlich bin ich den Berg heruntergerollt und Dellinger und die Wölfe verschwanden in der Ferne. Seitdem habe ich mich versteckt. Ich wollte mich gerade auf den Weg in Richtung Straße machen, als du aufgetaucht bist. Vielleicht hörst du es nicht, aber ich höre ganz deutlich das Meer dort hinten rauschen. Ich wäre dem Klang bis zur Straße gefolgt. Wäre zwar ziemlich langsam gewesen ohne meinen Stock, aber ich habe schon schlimmere Wanderungen hinter mir. Ach, ich labere hier die ganze Zeit. Erzähl mir von... Die Wölfe sehen so süß aus. Verflucht, sie haben uns gefunden. Hörst du sie? Sie klingen hungriger. Das ist nicht gut. Ja, wir reiten einfach mal in aller Seelenruhe zu dir hin und machen ein Bild. Und quatschen dich an, meinte ich. Ja, ich wollte aber ganz gerne ein Bild machen. Die Wölfe sind zurück und es klingt, als wären sie hungrig nach Pferdefleisch. Das ist nicht gut. Vertraust du mir? Dellinger und ich werden ein paar der Wölfe weglocken. Sie sind weniger aggressiv, wenn das Rudel sich aufteilt. Reite so schnell du kannst nach Firgrove. Sogar diese Wölfe werden es nicht wagen, in die Stadt zu kommen. Wir treffen uns auf der anderen Seite der Mauer bei meiner Oma. Und bitte erzähl niemandem von den Wölfen. Sie werden wieder nach Hause zurückkehren, sobald ihnen klar ist, dass sie ihre Mahlzeit verpasst haben. Es würde mir das Herz brechen, wenn ihnen wegen dieses Missverständnisses Jäger auf den Hals gehetzt werden. Bereit, Tiffany? Hü! Rania ist schon sehr, sehr tapfer. Das muss man ihr definitiv lassen. Treffen wir uns in Firgrove. Wobei ich mal schauen muss, mir fällt gerade ein, das sind ja Fichten. Ist es dann nicht Firgrove? Weil wegen Fir die Fichte, Fir wäre ja das Fell. Muss ich tatsächlich mal schauen. Deswegen heißt das ja so. Deswegen sollte ja auch Mistfall ursprünglich Fir bzw. Firfall heißen. Wow. Ich wollte gerade, wie man es so gewohnt ist nach dem Rennen, dachte ich, oh ja, jetzt halte ich ja an. Oh Mann, oh Mann.
Oh, da ist noch eine. Aber die Wölfe sind so süß, ganz ehrlich. Das Rework damals, das hat denen so gut getan. Super knuddelig. Ach übrigens, die Kartoffeln sind jetzt doch keine 1000 wert, sondern nur 100. Das hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn sie wirklich 1000 wert gewesen wären. Das wären 7000 Schillinge gewesen, die man damit hätte verdienen können. Das wäre schon sehr krass gewesen. So, nee, nicht Oma Rose will den Haufen reiten. Tiffany, du bist wieder da. Aber wo ist meine Enkelin? Oh! Spotty ist ein Level gestiegen. Wir könnten sie auch Spotify nennen. Was haltet ihr denn von Spotify für sie? Spotty oder Spotify? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr schöner findet. Oh. Hey, hallo Oma. Du hast dir doch keine Sorgen um mich gemacht, oder? Ich hab dir doch gesagt, du kannst dich auf mich verlassen. Ranja, habe ich dir nicht gesagt, dass meine Enkelin etwas Besonderes ist, Tiffany? Das hast du. Erzähl mir, was passiert ist. Oha. Es war nichts weiter. Ich bin nur vom Pferd gefallen, als ein Traktor Dellinger erschreckt hat. Ich habe meinen Stock verloren, aber Tiffany hat ihn wiedergefunden. Alles ist gut. Trotzdem sollte Dr. Iron mal einen Blick auf dich werfen. Hallo. Oma, du machst dir zu viele Sorgen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nun, sie sieht völlig gesund aus. Dein Pferd hat allerdings ein paar Kratzer am Bein. Sehen fast nach Klauenspuren aus. Ja, das muss wohl eine dieser Disteln gewesen sein, auf die wir unterwegs gestoßen sind. Mit großen und spitzen Dornen. Dieses Auto, ne? Dr. Oplett. Oder wie auch immer der sich ausspricht. Mr. Omelette. Da bist du ja, Ranja. Deine Mutter und die Stadt haben sich große Sorgen um dich gemacht. Dr. Oplett, was machen Sie? Ich dachte, wir hätten das klargestellt. Niemand darf Dandal verlassen, bis die Quarantäne aufgehoben ist. Mach jetzt bitte keine Szene und komm mit. Ich würde dir raten, dich von Miss Ranja fernzuhalten, wenn du nicht auch krank werden willst. Tritt beiseite, Miss. Damit hast du nichts zu schaffen. Dandal steht unter Quarantäne. Niemand verlässt den Ort, bis wir es erlauben. Ach, wirklich? Vielleicht sollten Sie Schilder in Blindenschrift aufstellen, Doktor. Ich habe das nicht gewusst. Du freches, kleines... Ja, nun, schon gut. Wenn du mit mir kommst, bringe ich dich zu deiner Mutter. Mit wessen Befugnis? Wie bitte? Mit wessen Befugnis versuchen Sie, meine Enkelin mitzunehmen? Wir arbeiten mit dem Stadtrat von Dandal zusammen. Ihre Enkelin stellt ein Gesundheitsrisiko für diesen Ort dar. Sie ist sehr krank. Wenn dieses Mädchen krank ist, bin ich die Königin von England. Um was für eine Krankheit handelt es sich denn, Dr. Oplett, richtig? Das ist eine neue Krankheit. Wie die Pocken, nur mit weniger Pocken. Hoch ansteckend. Pathogenfaktor 5. Ich lasse mich nicht von einer einfachen Tierärztin ausfragen. Dann möchte ich hiermit klarstellen, dass ich studierte Ärztin bin und 10 Jahre lang in der Notaufnahme von Jorvik City gearbeitet habe, bevor ich zur Tiermedizin gewechselt bin. Wo haben Sie denn studiert? Pah, behalten Sie das Mädchen. Wir haben das ablassen. Ich meine, die Krankheit ist eh beinahe eingedämmt. Halten Sie sich einfach von Dandal und Nebelfall fern, bis die Quarantäne aufgehoben wurde. Ansonsten... Pass auf, wenn du dich noch mehr wichtig tust und aufbläst, dann platzt du. Denkt das nur ich oder stimmt mit diesem Dr. Oplett irgendetwas nicht? Nee, nicht nur du. Ist der weg? Oh, dieser Dr. Oplett macht doch nur Ärger. Ich schätze, du willst wissen, was es mit dieser Quarantäne auf sich hat. Ranja, meine Liebe, was für Ärger hast du dir da wieder angelacht? Eine Quarantäne? Wie geht es deiner Mutter? Was ist los? Ich weiß es nicht, Oma Rose. Diese Leute sind nach Dandal gekommen und haben behauptet, unser Wasser wäre nicht sicher.
Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Unsere Quelle hat das sauberste Wasser in ganz Jorvik. Schätzchen, ich weiß, dass du mutig bist, aber wenn die Ärzte sagen, dass es gefährlich ist, wenn du gehst... Ich weiß, Oma, aber ich durfte den Besuch nicht verpassen. Und ich hab dir das hier mitgebracht. Moltebeeren. Marmelade? Sie läuft irgendwie aus. Huch, die wurde wohl zerquetscht, als ich gefallen bin. Du bist ein liebes Mädchen und hast zweifellos die Sturheit der Verringers. Aber das entschuldigt nicht, hier diesen ganzen Ärger zu veranstalten. Vertrau mir, Oma. Ich kann Leute gut einschätzen. Und dieser Dr. Oplett ist nicht vertrauenswürdig. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Quarantäne. Ich habe in Dandal nicht mal jemanden niesen hören, seit sie da sind. Ich sehe das auch so. Wenn ein echter medizinischer Notfall vorliegen würde, würde man in ganz Jorvik davon hören. Ich habe von Bauarbeiten auf der Straße nach Nebelfall gehört, aber eine Quarantäne? Das passt nicht zusammen. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Tiffany, kommst du mit mir zurück nach Dandal? Aber Ranja, wir haben schon genug von Tiffany verlangt. Zieh sie nicht noch in mehr Ärger mit hinein. Ich habe das Gefühl, dass sie Abenteuer mag und außerdem vertraue ich ihr, Oma. Also, was denkst du, Tiffany? Hast du Lust, mit mir zusammen etwas Ärger zu machen? Na klar. Du machst mit? Hurra, das habe ich mir fast schon gedacht. Und alle sagen, ich kann Leute nicht gut einschätzen. Nein, und alle sagen, ich kann Leute gut einschätzen. Okay, wir haben einen neuen Eintrag in unserer Sammlung zu Ranja Verringer. Wo ist sie denn? Da ist sie. Sie ist 18. Ihr Pferd heißt Dellinger. Sie hat am 23. Januar Geburtstag, ist damit Wassermann. Ist in Dandal zu Hause, ist auch in Dandal geboren und liebt Beeren und Sahne. Besondere Fähigkeiten sind verblüffende Bindungen mit ihren Augen, Dellinger und echter Mut. Ihr Hobby sind Podcasts und Sigri ist ihre Mutter. Ranja Verringer. Ich traf Ranja das erste Mal, als ich nach Firgrove unterwegs war. Ihr Pferd war von Wölfen erschreckt worden. Sie überquerte gerade mutig die Berge von Jor, um eine Quarantäne-Straßensperre zu umgehen, die Menschen daran hindern sollte, nach Nebelfall zu gehen oder es zu verlassen. Ranja behauptete, diese Quarantäne sei Humbug und verstoße gegen das Gesetz. Ich musste ihr natürlich helfen, diese Sache aufzuklären. Ranja verlor ihre Sehkraft in sehr jungen Jahren und benutzt jetzt einen Stock, der ihr beim Gehen hilft. Sie hat eine unglaublich starke Bindung zu ihrem Pferd Dellinger, sodass es sogar als ihre Augen agiert. Gemeinsam können sie so gut reiten wie alle anderen in Jorvik. Sie sind so inspirierend. Oh, das klingt voll süß, oder? Tja, das scheint mein kürzester Besuch aller Zeiten zu werden. Tut mir leid, dass ich schon wieder los muss, Oma Rose, aber ich muss herausfinden, was Dr. Oplett vorhat. Wenn es euch recht ist, würde ich gern mitkommen. Ich hatte sowieso vor, Dandal zu besuchen, um näher an den Wildpferden in Nebelfall zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall besser fühlen, wenn ich wüsste, dass ein Erwachsener mit dabei ist. Oma, ich brauche keinen Aufpasser, aber ich werde bestimmt keine andere Tierliebhaberin abweisen. Wenn Sie kein Problem damit haben, einer Blinden zu folgen, Dr. Eirin, dann willkommen im Team. Aber wie kommen wir an der Straßensperre vorbei? Selbst wenn der Ausbruch seltsam ist, die Straßensperre ist echt. Vertrauen Sie mir, Doc, wir finden schon einen Weg. Na gut, wenn du es unbedingt willst, habe ich vielleicht die Lösung. Zufällig hat Stadtrat Franklin eine Schwäche für Moltebeerenmarmelade. Ich gebe einfach die Beeren, die du mir mitgebracht hast, in ein Glas und voilà. Mit diesem Geschenk gewinnt ihr die Gunst des Stadtrates. Na, das klingt doch mal nach einer Idee. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir ihn jetzt noch von unserem Vorhaben überzeugen können. Oh. Hallo Tiffany, schön dich wiederzusehen. Und du bist eine Freundin von Ranja? Oh, was haben wir denn hier? Moltebeerenmarmelade? Die mag ich am liebsten. Na, was für ein Zufall aber auch. Das ist ja hier was ganz Besonderes. Ein Glücksfall sozusagen.
Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wieder über ein Like und einen Daumen nach oben, das ist das Gleiche, über ein Like und einen Kommentar freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn ihr mögt, am Dienstag wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!